Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir, dem Allison Burger. Wir sind jetzt schon, oder ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen. Wir sind hier bei M'Zulft. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Ah ja, genau, da drin haben wir den komischen Magier gefunden. Ja, der hat uns jetzt irgendwo einen Ort gezeigt. Lass uns mal nachlesen. Wir müssen uns jetzt bei Savos Aren finden. Savos Aren einfinden. Wir hatten aber auch letztes Mal gesagt, dass wir mit der Magier-Quest jetzt ein bisschen pausieren. Was anderem weitermachen, weil wir nicht mehr stark genug sind, weil unser Level nicht mehr ausreicht. Das macht gar nichts. Bei Savos Aren gehen wir jetzt aber nochmal vorbeigucken. Akademie vom Winterfeste. Das will ich jetzt noch kurz machen. Und danach werden wir uns einfach mal kurz angucken, was wir denn so an Quests alles haben. Ui, hier ist aber wieder dunkel. Der Himmel sieht aber auch richtig hübsch aus. Gut. Savos Aren, stimmt, das war der Hauptpriester-Magier da. Und mal gucken, was der zu unserer Entdeckung sagt. Ich weiß nicht, es ist wie ein Schutzzauber, aber wer wirkt ihn? Ankano? Wie? Mir ist egal, was das ist. Ich will, dass es beseitigt wird. Ich glaube. Ich will wissen, was er da drin macht. Ich weiß nicht, was er macht, aber da. Was ist denn los? Er ist da drin und macht etwas. Wir wissen nicht was. Wir versuchen gerade hineinzugelangen. Dafür wird er zahlen. Das kann ich euch versichern. Helft ihr uns hierbei? Wir geben alles, was wir haben. Wir warten erstmal, bis die anderen kommen. Hätte ja sein können. Was geht hier vor? Ankano, hört sofort damit auf. Ich befehle es euch. Haltet euch fern von ihm. Ist mit euch alles in Ordnung? Könnt ihr laufen? Ich brauche euch. Wir sind in Schwierigkeiten. Was ist jetzt passiert? Ankano macht etwas mit diesem Ding, dem Auge. Wir können ihn nicht aufhalten. Ich habe Savos seit der Explosion nicht mehr gesehen. Vielleicht wurde er davon erfasst und ist verletzt. Ihr müsst den Erzmagier finden, und zwar rasch. Macht euch auf den Weg. Okay, ich glaube doch. Da ist noch Ankano. Ja, aber zum Glück weiß das Spiel ja schon, wo der ist. Ja. Was ist geschehen? Ist mit euch alles in Ordnung? Was ist hier drin geschehen? Es ist Ankano, er mit dem Auge angestellt. Bei den Neuen? Ist er dafür verantwortlich? Der Erzmagier tot? Da ist doch mehr. Es ist etwas mit Winterfeste geschehen. Sicher hängt es mit dem zusammen, was Ankano getan hat. Ihr müsst dorthin gehen und euch vergewissern, dass es sicher ist. Rasch jetzt, rasch! Ich suche Mirabelle. Wir werden versuchen, es aufzuhalten. What the fuck? Er hat den Erzmagier getötet? Wo ist er denn? Ich dachte, der Erzmagier ist jetzt hier irgendwo. Liegt jetzt hier irgendwo tot rum? Aber offensichtlich nicht. Was ist los? Was ist da drin geschehen? Oh, oh! Ich habe ja gar keine gegelten Haare. Was ist denn hier los? Winterfeste könnte in Gefahr sein? Seht euch doch um. Ich würde sagen, das steht außer Zweifel. Gehen wir dort hinunter. Wir müssen etwas tun. Arniel, bleibt wachsam. Wir dürfen nicht zulassen, dass diesen Leuten etwas passiert. Ich sehe ja voll scheiße aus. Sie haben nicht einen Finger krumm gemacht, um uns zu helfen.
Einen Moment, das müssen wir ändern, aber schnell. Schon besser. Das Unrasierte ist mir egal, aber die Haare, die müssen sein. So, ab nach Winterfeste. Von hier oben sieht das noch ganz normal aus. Junge, Junge, ich habe gedacht, wir machen jetzt irgendeine andere Quest und jetzt ist der Magier tot. Also der Erzmagier, oh Gott. Okay. Frostschaden wird unfassbar ineffektiv sein. Ich glaube auch generell, magieloses Kämpfen umbringen. Okay, okay, okay. Also das macht ja mal wirklich null Sinn hier. Feuerblitze. Flammen. Eine magische Anomalie. Aber ich hätte gerne auf beiden Händen. So, das war die zweite Anomalie. Oh, kann ich durchsuchen? Seelensteine. Geil. Okay, die macht krass Damage. Oh. So, aber was vielleicht ganz gut ist, ich meine, der Kampf läuft hier soweit ganz gut. Ich habe eine Idee. Starke Magika, ja. Machen wir auch nochmal zusätzliche. Dann regenerieren wir. Macht natürlich keinen Sinn, hier zu kämpfen ohne die entsprechende Kleidung. Das sehe ich soweit ein. Aber habe ich da was Passendes dabei? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nö. Wir sind ja auch eigentlich nicht so der Magier. Okay, Was aber, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn macht. Feueratronach. So, weil meine Feueratronach. Ich glaube, die Viecher sind halt feuerresistent. Anfällig gegen Feuer. So, und die nächste ist weg. Vier schon weg. Und die nächste ist weg. Ja, ihr macht die Arbeit. Ich sammle den Loot. Ja, und der da, der... Ja. Die Leute, die dabei sind, kriegen halt den ganzen Kollateralschaden, ne? Da ist noch eine draufgegangen. Geil. Ganz, ganz viel Loot für mich. Aber das ist ja wirklich kacke hier. Also, Jagd. Halmerbogen, wollte ich gerade sagen.
Aber ich glaube, das, was wir hier machen, ist übelst ineffektiv. Oh, was wir auch noch haben? Jawohl, mit dem Bogen weggemacht. Die Sau. Was? Kein Loot? Oh, doch hier. Aber wir gehen wieder auf Magie. Vor allem der boxt halt auch, ne? Das war schon alles? Wirklich? Sollten wir vielleicht auch nochmal unseren... unsere Axt rausholen. Oh, ja, das ging easy. Zwei easy weggemacht. So, dann fehlt jetzt aber noch eine. So, ich glaube, ihr wisst, wo sie ist, weil ihr rennt da irgendwie komplett straight hin. Gehört. Ah ja, da ist sie ja. Die hat sich hier festgefangen. Aber das macht gar nichts. Ich mach sie einfach kurz platt, ne? Melde dich bei... Tu dir die Kreaturen, die Winterfeste heimsuchen. Jo, easy. Haben wir noch irgendwas vergessen zu looten? Nee, ne? Der ganze Aufmarsch hier. Melde dich bei Mirabel Erwin. Jo, das kriegen wir doch schnell hin. So, jetzt haben wir diese merkwürdigen Gestalten weggemacht. Ich glaube, die sind nicht so wirklich gewollt. Aber der Erzmagier ist tot. Das ist ziemlich hardcore belastend. Wobei, dann werden wir denn... weil wir jetzt der Held bei der ganzen Geschichte sind. Uiuiui. Geil. So. Warum habe ich jetzt Schneebären gesammelt? Braucht ihr doch gerade eh nicht. Aber wir werden gleich Erzmagier, hoffentlich. Aber wir haben den Stab des Magnuses noch gar nicht. Nun, ist da draußen alles... Ich wünschte, ich könnte dasselbe von uns sagen. Tolfti und ich können versuchen, diese Angelegenheit geheim zu halten. Ihr müsst den Stab des Magnus in die Hand bekommen. Rasch! Euch wurde doch aufgetragen, ihn zu finden, nicht wahr? Wenn die Geschichten über den Stab wahr sind, wenn er wirklich eine ungeheure Macht in sich aufnehmen kann, dann können wir Ankanus Magie vielleicht durchbrechen. Okay, dann mache ich mich sofort auf nach Labyrinthion. Seid ihr sicher? Ja, klar. Der Stab ist dort? Das kann kein Zufall sein. Wovon redet ihr? Der Erzmagier. Er hat mir vor kurzem etwas gegeben. Er sagte, es sei aus Labyrinthion und ich würde schon wissen, was damit zu tun sei, wenn die Zeit gekommen ist. Dann glaube ich, dass das für euch gedacht war. Ich weiß nicht warum, aber für ihn hatte die Sache etwas ganz Persönliches. Und ich finde, ihr solltet dieses Amulett nehmen. Es hat Savos gehört, aber ich glaube, euch würde es jetzt am meisten nützen. Nehmt das und macht, dass ihr wegkommt. Bringt den Stab zurück, bevor Ankano noch die ganze Akademie um uns herum zum Einsturz bringt. Ja, das ist, glaube ich, eine verdammt gute Idee. Savos Arens Amulett hinzugefügt. Karte aktualisiert. Dorkus von Labyrinthion. Betritt Labyrinthion. So, was haben wir jetzt? Es ist ja nicht so, als ob wir unfassbar viel Platz. Stab der Stachel. Ne, Platz haben wir. War wie wo wie wie, ne? Ach Scheiße, was hat ihr uns gerade gegeben? Savos Arens Amulett. Steigert die Magika um 50 Punkte. Schlecht. Und Torkus von Labyrinthion.
Das sieht mir aus wie so eine Klingel. Also so eine alte, ne? Die hängst du dann ein und dann dong, 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 musst du dann die Tür klopfen mit dem Ding. An sowas erinnert mich das. Ding nie aus Sartal fortbringen dürfen. So, aber bevor wir nach Labyrinthien gehen, müssen wir einmal ganz kurz nach Hause und Stuff ablegen. So, weil wir sind, glaube ich, schon in M12 viel zu schwer beladen gewesen. Und das wird sich ja hier jetzt mit Sicherheit nicht ändern. Achso, habe ich noch 1, 2, 3? Nee. 2-mal war Inventar. Oh ja, du bist auch noch krass beladen. Das müssen wir alles ablegen. So, das ist jetzt erstmal unsere Ramschkiste. Ist auch schon übel viel Ramsch drin. Wenn wir irgendwann mal die Bude ausgebaut haben, wird es erstmal eine richtig übel geile Sortierfolge geben. Okay, die ganzen Stäbe. Ah ne, die haben wir ja da drin. Okay, was haben wir hier? Den Jagdbogen können wir ablegen. Wir legen jetzt ab, verkaufen tun wir noch nicht. Das machen wir später irgendwann mal. So, die Amulette, wir gucken einfach mal nach Gewicht. Rüstung, ja klar. Die Tribunalmaske legen wir ab. Die Diademe. Ah, der Schmuck ist jetzt... Ah, wobei... Irgendwas habe ich gerade abgelegt, was ich getragen habe. Shit! Das hier habe ich getragen. Was trage ich gerade von Sartal? Sartal lege ich ab. Und die beiden ziehen wir jetzt noch kurz an. Das heißt kurz, ne? So, aber die Regeneration ist mir wichtiger, als dass die Kosten 3% weniger sind. So, ja, das geht voll klar. Dann Zaubertränke. Naja, außer dass wir immer noch neue brauchen könnten. So, das hier kann alles weg. Das kann weg. Enter. So, dann das ganze Zwergenöl weg. Bücher. Feuerrune und Flammen. Kann man noch lernen, aber Flammen kann man ablegen, weil das kennen wir natürlich schon. So, und zusätzliche Sachen. Amethyst kann weg. Bärenpelz kann weg. Schauritin kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Korunderz kann weg. Lederstreifen kann weg. Leuchtende Kristallscherbe. Questgegenstand können nicht weg. Granatstein, Mondsteinerz. Ja, hier haben wir jetzt erstmal jede Menge Crafting-Sachen. Das behalten wir. Das behalten wir. Das behalten wir. Das können wir alles nicht ablegen. So, was wir aber noch machen können, wir räumen jetzt unser komplettes Pferd aus. So, und dafür parken wir dich natürlich direkt vor der Tür. Weil wir werden uns jetzt, glaube ich, krass überbeladen. Alles. Ja, du trägst zu viel, du kannst nicht rennen. Das war mir klar. Aber bis zur Truhe ist es ja Gott sei Dank nicht allzu weit. Aber die paar Meter, die habe ich mir jetzt natürlich noch gespart. Wir sind ja smart. So. Alisonburg. Was haben wir noch? Drachenknochen. Stimmt, wir hatten da ja einen Drachen gekillt. Das kann noch weg. Dwena-Sachen, Silbererz. 133 Gewicht. Ich glaube, das sind auch so die größten Sachen gewesen, die wir dabei hatten. Gucken wir nochmal nach Gewicht. Ob wir hier irgendetwas haben, was komplett useless ist. Ne, sieht mir aber nicht so aus. Dann werden wir jetzt noch Feuerrune lernen.
das haben wir noch nicht gelesen. Ah, dann haben wir es jetzt gelesen. So, dann sind wir jetzt bereit, um nach Labyrinthion zu gehen. Aber wo ist denn Labyrinthion? Da ist Labyrinthion. Wir werden nach Mortal reisen und von Mortal werden wir dann nach Labyrinthion reiten. Das ist smart. Das machen wir. Jo, hier gab es gerade voll die übelste Volksversammlung. Ist das Tor zu? Mach mal auf den Karren, wir müssen hier raus. So. Und das dürfte eigentlich von Mortal gar nicht mal so weit weg sein. Das Problem ist... Ach ja, warum gucke ich hier drauf, ne? Das Problem ist, mit meinen aktuellen Bildschirmeinstellungen sehe ich wahrscheinlich weniger... Oh Gott, du ekelhaftes Vieh. Geh drauf, stirb. Oh Gott, das ist auch noch eine von den Großen. Ekelhaft. Ganz vergessen, dass es sowas hier gibt. So. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, wir nehmen einfach mal den dafür vorgesehenen Weg. Der ist hier ja irgendwo. War gerade irgendein Reh oder so noch? Ah ja, das sind die Steinstufen. Die machen halt aktuell... irgendwie riesen den Hype über Labyrinthion. Ich habe aber ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was so special an diesem Ort ist. Ob das so smart ist, mit dem Pferd hier hochzureiten? Ich glaube nicht. Aber absteigen ist, glaube ich, noch dümmer. Labyrinthion entdeckt. Uff. Oh mein Gott. Ich sehe zwei Trolle. Schnell weg hier. Das war gut. Das war richtig gut. Ich habe richtig Panik bekommen vor dem Eistroll. Oh, wir haben den Eistroll fertig gemacht. Geil. Trollschädel. Der ist nur schwer. Was soll ich mit dem Trollschädel? Ach, wisst ihr was? Weil wir es können. Zweifachen Schaden. Oh. Es ist aber nur keine Kunst. Und er heilt sich echt schnell. Also der Absturz hat auf jeden Fall wehgetan. Wollte gerade sagen, den habe ich doch nicht verfehlen können. Ja, geil. Nochmal gerade easy snack, zwei Trolle fertig gemacht. Oh, Junge. Aufpassen, ne? Nicht da runterfallen. Das wäre eine bittere Angelegenheit. Also das da hinten, das müssen wir auch noch auf jeden Fall erkunden, was es da gibt. Aber, I think, was ist das hier? Hier leuchtet. Wir sind endlich da. Vergeuden wir keine weitere Zeit. Sind wir uns wirklich sicher, dass das
eine gute Idee ist. Wir werden wieder an der Akademie sein, bevor überhaupt jemand merkt, dass wir fort sind. Natürlich ist euch das wichtig. Ihr seid ja auch der Liebling des Erzmagiers. Vergesst nicht, dass die ganze Sache ursprünglich Antmars Idee war. Gehen wir einfach rein und sehen uns um. What? Das eine ist Savos Aran, als er noch nicht Erzmagier war? Wisst ihr was? Wir gucken uns hier erst um, bevor wir da reingehen. Vielleicht finden wir hier irgendetwas, was wir noch benötigen werden. Und das können wir auch noch super diese Folge machen. Und dann werden wir in der nächsten Folge da reingehen. Aber wenn wir nahkampftechnisch da machen... Der Nahkampf bringt mir hier gar nichts. Wir brauchen einen Elfendolch. Und ich brauche eine Fackel. Weil ich sehe ja sonst gar nichts hier. Okay, dieser Ort hier ist auf jeden Fall... Hä? Ich will da rein in diesen mittleren Zirkel. Habe ich den Eingang? Ja, habe ich verpasst. Weil hier liegt auch noch etwas. Holzmaske. Oh, Englisch. It seemed like an easy enough job. Gruz and me done plenty like it before. Some charmless Breton wants bodyguards for a trip into the mountains. Fine, easy clink for us. Also es sieht aus nach einem einfachen Job. Gruz und ich. Plenty weiß ich jetzt gerade nicht. Some charmless, also okay, ja. Okay. OMG, ich weiß, was wir hier gefunden haben. Gott sei Dank haben wir uns umgeguckt. Holy shit. Das wusste ich jetzt nicht, dass es passiert. Ich habe die einfach mal so aufgesetzt. Okay, hier ist alles leer. Die Büste von Krosis. Hevnarok. Ragot. Morokai. Ota. Okun. Wolsum. Ach so, ich habe jetzt die Maske. Verleiht mir nur die Kraft, dass ich diesen Raum hier sehe. Geil, ne? Ach du Scheiße, wir haben einen Drachen. Aber hier komme ich nicht raus, ne? Oh mein Gott. Wir haben die Maske. Wir haben die erste Drachenpriestermaske gefunden. Awesome. Ich bin gerade noch so ein bisschen sprachlos, weil die Dinger, die sind echt krass. Ich glaube, die Hölzerne kann jetzt noch nicht so viel. Die kann mich einfach nur in diesen Raum da teleportieren.
Aber da sind noch andere Drachenpriestermasken, die sind richtig übel. Oh no, 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 no! Da ist er. Den müssen wir platt machen. Fuß runter! Immer auf den, der am Boden liegt. Ohne Scheiß. Einmal so Fußrodar und der bleibt so lange am Boden liegen, dass ich den easy kaputt kloppen kann. Geil. So, das Problem ist, sehe ich wieder nicht so viel. So, und das Ding hier hat offensichtlich eine Mauer. Okay. Ist hier oben irgendetwas? Vergessene Walküre entdeckt. Ich brauche Licht. Habe ich einen Zauber, mit dem ich Licht machen kann? Nö, sieht erstmal nicht so aus, ne? Zum Bier wecken. Ach, scheiße. Da muss ich ja wirklich wieder die Fackel nehmen. Oh, was ist denn hier? Ah, eine Treppe nach unten. Vergessene Walküre. Okay, das müssen wir uns merken. Ich habe die Befürchtung, wir werden früher oder später nach Labyrinthion nochmal zurückkehren. Ha. Was gibt es hier noch Feines? Da oben geht es noch weiter. Okay. Fuß runter! Hallo, hier bleiben. Das hat dir schon gut wehgetan, dass ich dich da so runtergeschossen habe. Wie viel Trollfette haben wir eigentlich inzwischen? 15 Trollfett. Was ist jetzt hier oben noch? Hier oben muss doch locker auch irgendwas. Also Labyrinthion ist so unfassbar vielseitig, was es hier alles zu finden gibt. Oder ist es einfach nur ein Eingang von oben? Kommt hier noch irgendetwas? Ne, das ist einfach nur ein Eingang. Vergessene Walkü. Und hier ist Labyrinthion, was wir wirklich betreten können. Hier ist auch noch irgendetwas. Ne, krass. Also Labyrinthion ist wirklich groß. Wir haben jetzt hier 4 Trolle. 1, 2, 3, 4. 4 Trolle müssten wir jetzt erlegt haben. Moment, wir haben nur 15 Trollfett. Ich habe einen vergessen zu looten. Egal. Mit 15 Trollfett kommen wir auch schon relativ weit. Dann werden wir das Zeug jetzt nochmal in unser Ferdi abladen. Das sind 15 Trollfett, das sind 15 Gewicht, 15 Kilo. Das ist voll viel. So, hallo, meine Hübsche. So, das nimmst du bitte mal. Dann Eistrollfeld, das ist auch übel viel Gewicht. Und jetzt wartest du bitte hier. Aber bitte so warten, dass du dann nicht die Klippe runterfällst. Stufenaufstieg möglich. Ey, das können wir auch noch die Folge machen. Und dann haben wir das auch richtig gut ausgereizt. Dann seid ihr voll auf eure Kosten gekommen. Zumindest für meinen Geschmack. So, neuen Stufenaufstieg. Gesundheit, Magika oder Ausdauer? Ausdauer können wir bis zu 150, Magika nur 130. Wir nehmen mal Magika. Die Frage ist jetzt nur... Schloss knacken? 2 Hendrik.
nehmen wir? Zerstörungsmagie? Oh, wenn ihr beidhändig einen Zerstörungswürfel, wird er mächtiger, was seine Effektivität und die Kosten erhöht. Na super. Geschosse von Zerstörungszaubern unterbrechen Ziele. Aha. So, wir nehmen einfach das hier. Das hört sich so an, als ob ich das will. So, Leute, aber an der Stelle. Fackel. So sieht die Tür hier also aus. Interessant. Und das ist dann dieser zeremonielle Ring, den ich habe. Den hängen wir jetzt hier ein, dann klopfen wir dagegen. Ja. So hat man früher geklingelt. Schon sehr alt. Aber an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Listen Burger. Ciao.